Herr Kardinal Christoph Schönborn. Ich bin der Ramon Murmann aus der Schweiz. Und meine Frage ist, wieso haben die Leute heutzutage keinen Bock, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen? Also viele Leute sagen, Kirche, nein danke, dann muss ich mich auch nicht mit diesem Gott auseinandersetzen und mit Sünde und so. Und Kirche, nein, dann habe ich auch kein Problem mit Sünde. Wieso ist das so? Wieso interessiert die Leute die Wahrheit nicht? Salut Ramon, soll ich dir auf Schweizerdeutsch antworten oder magst du es lieber auf Hochdeutsch hören? Ich glaube, wir sollten auf Hochdeutsch reden. Also, lieber Ramon, danke für deine Frage. Ja, warum interessieren sich scheinbar so viele Leute nicht für die Wahrheit? Warum haben sie null Bock, wie du gesagt hast, auf die Wahrheit? Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis nach Wahrheit. Aber vielleicht nicht immer dort, wo wir es vermuten. Wenn jemand getäuscht worden ist, im Beruf, in der Beziehung, dann möchte man die Wahrheit wissen. Wie ist das wirklich gewesen? Warum ist das passiert? Warum bin ich belogen worden? Warum leiden wir so unter belogen werden? Das tut unheimlich weh. Ich glaube, das zeigt, dass der Mensch für die Wahrheit gemacht ist. Die Wahrheit ist die Nahrung der Seele, die Nahrung unseres Geistes. Unser Geist braucht nicht Illusion, sondern Wahrheit, Wirklichkeit, so wie es ist. Ja. Ich möchte auch wissen, wenn ich mich mit jemandem befreunde, ja, ist das echt? Ja. Das heißt, ist es wahr? Ist es glaubwürdig? Kann ich darauf bauen, kann ich darauf vertrauen, und das geht nur, wenn ich über die Wahrheit mir eine Gewissheit geschafft habe. Natürlich gibt es dann Wahrheiten, die jetzt nicht so unmittelbar mich betreffen in meinem Alltag. Die Frage, ist Jesus Christus der Sohn Gottes, der Messias, der Erlöser? Das ist jetzt nicht, scheinbar nicht unmittelbar eine wichtige Frage für die Frage, ist meine Freundin mir treu? Oder ist mein Geschäftspartner verlässlich? Da will ich schon die Wahrheit ganz genau wissen. Warum ist es für mich nicht so interessant, ob Jesus der Sohn Gottes ist oder der Erlöser? Und das wird in dem Moment interessant, wo ich zu Jesus eine Beziehung habe. Und für mich die Frage kommt, die Jesus einmal den Petrus und den anderen Aposteln gestellt hat, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für dich? Wenn diese Frage plötzlich nicht so eine Frage in einem Buch ist oder in der Lehre der Kirche, sondern mich persönlich betrifft, du, wer bin ich für dich? Wer bin ich, Jesus Christus, für dich? Oder umgekehrt, dass für mich plötzlich die Frage kommt, Herr Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Kann ich mich auf dein Wort verlassen? Manche Worte, die du gesagt hast, sind so unglaublich herausfordernd. Ich soll die andere Backe auch hinhalten, soll meine Feinde lieben. Wenn mir gesagt wird, dass du mich erlöst hast, dass du für mich gestorben bist, dass du mich liebst, dass ich für dich wichtig bin, dann will ich plötzlich wissen, stimmt das? Ist das wahr? Ist das echt, dass ich von dir so geliebt bin, wie das der Apostel Paulus einmal gesagt hat, als er Jesus begegnet war auf dem Weg nach Damaskus, hat er gesagt, er, Jesus, hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Dann ist plötzlich die Frage nach der Wahrheit nicht, ist das wahr, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern ist es wahr, dass er mein Erlöser ist, dass er mein Freund ist, dass er mit mir geht, mir die Hand gibt und mich hält.
Und dann können wir noch einen letzten Punkt nehmen. Natürlich gibt es dann viele Fragen in der Lehre der Kirche. Wenn es heißt, der Papst ist unfehlbar. Was soll das? Oder gar die Fragen nach der kirchlichen Morallehre, wie man sich verhalten soll. Fünften Gebot, du sollst nicht töten. Abtreibung. Abtreibung ist Mord. Stimmt das? Ist das wahr? Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ist das wahr? Aber auch alle diese Fragen, die sogenannte Lehre der Kirche, das sind keine abstrakten Fragen. Wenn plötzlich die Frage im Raum steht, du hast eine Freundin, die wird schwanger, was macht sie? Sagt sie ja zu dem Kind? Auch wenn die Situation ganz schwierig ist, du sollst nicht töten, dann ist das plötzlich keine Theorie mehr, sondern eine ganz reale Frage für dich und für sie, für euch. Es ist euer Kind, ungewollt, aber es ist da. Und dasselbe können wir sagen bei, du sollst die Ehe nicht brechen, im sechsten Gebot. Wie steht das mit der Treue? Da wird das plötzlich eine ganz reale Frage für dich. Dann ist die Wahrheitsfrage nicht eine theoretische, abstrakte Frage. Dann ist das die Frage, wie steht es in deinem Leben mit der Treue zum Beispiel. Also, lieber Ramon, um es kurz zu machen, wir brauchen alle Wahrheit. Wir brauchen dringend Wahrheit. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir einen Stand im Leben haben. Aber die Frage nach der Wahrheit wird erst spannend, wenn es wirklich mich betrifft und wenn ich sozusagen dran bin mit der Frage, wie hast du es mit der Wahrheit?